Johannes Leopold Meyer. Reiz, so nennt sich ein junges Bläserensemble, und das sorgt seit 3 Jahren mit perfekt inszenierten Darbietungen und innovativen Eigenkompositionen für reizvolle Abende. Sie sind zu fünft und man hat sich bei losen Auftritten, bei Hochzeiten, Geburtstagen oder als Umrahmung bei Chorkonzerten getroffen und beschlossen, im Oktober 2010 ein wirkliches Ensemble zu gründen. Und sie haben sich für den Namen Blechreiz Brass Quintett entschieden. Näheres von Angelika Benke aus dem Landesstudio Kärnten. Das ist eigentlich ein klassisches Brassquintett. Also 2 Trompeten, ein F-Horn, eine Posaune und eine Tuba. Nur wir haben uns entschlossen, wir werden nicht zu viel klassische Literatur spielen, weil es gibt schon so viele. Und wir haben gedacht, wir wollen einfach eine andere Richtung gehen. Der Nico hat so sehr viele Beiträge dazu geleistet. Er hat nämlich sehr viel komponiert. Deswegen spielen wir auch die ganzen Verfahren von ihm. Und ich habe mich einmal eingeschmissen in das ganze Ding und habe Apple komponiert. Und wir schauen mal, dass es abwechslungsreich ist mit Show und ja, probieren eigentlich mehr die Grenzen ein bisschen ausloten von dem ganzen Ensemble, was möglich ist, sozusagen. Thank you.
Nico Samitz und Peter Kost Trompete, Hannes Burgstaller Horn, David Zuder Posaune und Martin Kohlweiß Tuba sind zwischen 21 und 25 Jahre alt, alle aus Oberkärnten und Musikstudenten. Die fünf jungen Musiker zeigen eine Bühnenshow, bei der niemand unbeteiligt bleiben kann. Begonnen hat alles vor einigen Jahren, zu einer Zeit, als David Zuder mit seiner Posaune die Militärmusik Kärnten verstärkte. Dort hat das seinen Anfang genommen, weil dort bin ich über einen Kollegen zu einer anderen Gruppe gekommen. Dann habe ich den Peter, Trompeter von unserem Brassquintett eben, kennengelernt, mit ihm Kontakt gehabt. Und so ergibt halt eins das andere. Man lernt halt andere Leute kennen, indem man sich, was weiß ich, mit Leuten unterhaltet. Und dann ist das halt einfach so im Fluss irgendwie entstanden, dass wir halt gesagt haben, ja, machen wir was zusammen. Da ist eine Hochzeit, die brauchen eine Musik, spielen wir doch was zusammen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir gemeinsam eigentlich recht gut miteinander kennen, auch musikalisch. Und man hat sich bald zu einem richtigen Ensemble zusammengeschlossen, Martin Kohlweiß. Seit Herbst 2010 gibt es uns eigentlich offiziell, kann man sagen. Dann haben wir den Entschluss gefasst, okay, wir machen mal ein Konzert. Und also denke ich, muss ich nochmal Hannes Danke sagen an Burgstaller, weil der hat das eigentlich alles organisiert. Mit einer Gruppe aus dem Lavantal haben wir zusammen ein Konzert gemacht. Und wir haben gesehen, okay, das funktioniert super, probieren wir einfach, dass wir selber ein ganzes Konzert gestalten. Und so sind wir immer auf die Idee gekommen, dass wir Programme machen. Jetzt haben wir mittlerweile schon das zweite Programm. Warum eigentlich nicht? Und es kommt mittlerweile recht gut an eigentlich. Also sind wir selber sehr zufrieden. Gypsy Brass von Martin Kohlweiß mit dem Blechreiz Brass Quintett.
Die fünf Bläser sind geboren und aufgewachsen in Kärnten, mittlerweile aber wegen ihrer musikalischen Ausbildung weit verstreut in Österreich und Deutschland. Der Martin ist in Augsburg zurzeit, er studiert Master auf der Tuba. Der Peter ist in Graz eben, macht den Master auf der Trompeten. Der Nico ist in Salzburg, macht dort Bachelor Trompete. Und der Hannes ist in München und ich bin noch in Klagenfurt. Da müssen Probentage auch gut geplant sein. Denn nur für ein paar Stunden kann man sich nicht treffen, wenn man hunderte Kilometer voneinander entfernt lebt. David Zuder. Wir machen das einfach so, wenn wir wissen, wir haben einen Konzerttermin zu dem und dem Zeitpunkt, zu dem und dem Datum. Dann schauen wir einfach, dass wir eine Probenwoche oder eine Probenphase irgendwie in einem passenden Abstand vor dem Konzert irgendwie unterbringen. Eventuell ein neues Programm einstudieren oder eben Altes auffrischen. Wir schauen, dass wir so 3-4 Tage treffen. Also nicht nur die Probe haben und dann geht jeder wieder getrennte Wege, sondern wir sind irgendwie dann den ganzen Tag zusammen. Man gönnt sich wieder aufeinander. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei den Sachen, was wir machen oder machen wollen. Das ist so unser Standardprozedere. Man möchte meinen, Studenten können leicht freie Wochen finden, an denen sie miteinander proben und Zeit verbringen. Aber für Musiker besteht natürlich auch noch die Problematik von verschiedenen anderen Auftritten und Verpflichtungen. Weil es ist halt einfach so, dass jeder durch seine Entwicklung am Instrument kommt bei euch irgendwie in verschiedene Orchester ein. Das ist ja das Ziel von jedem, glaube ich. Das ist natürlich auch aufwendig und zeitaufwendig und das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der oft Probleme macht. Aber alle Schwierigkeiten werden überwunden und schlussendlich findet sich Zeit, um zu planen, zu komponieren, zu spielen. Und da entsteht auch immer wieder Außergewöhnliches. Mm-hmm.